Nach sexueller Gewalt brechen nur wenige Frauen das Schweigen. Es ist ein Tabuthema. Und das liegt auch an den Strukturen in Deutschland. Diese drei Frauen hatten den Mut, ihre Täter anzuzeigen. Nora, Silke und Anna erzählen in diesem Film offen, was sie nach der Anzeige erleben mussten. Die Anzeige zu machen, das war unheimlich schwierig. Aber alles, was danach kam, das hat es um Längen getoppt. Es war die Hölle. Ich habe angezeigt, weil es für mich nie eine andere Wahl gab. Ich wusste, dass die Täter nie aufhören würden. Dass die Wahrheit ans Licht kommt, das war mir ganz, ganz wichtig. Und deshalb habe ich den Täter angezeigt. Nora ist Soldatin. Eine Frau, die so schnell nichts erschüttert. Doch ein zweiwöchiger Bundeswehrlehrgang in Dresden ändert alles für sie. An einem Abend im Februar 2016 verabredet sich Nora mit zwei Kameraden aus ihrem Lehrgang zum Ausgehen. Gemeinsam wollen sie Dresdens Nachtleben erkunden. Die beiden haben sich gefreut, haben gesagt, cool, dass du mitkommst, finden wir super. Wir freuen uns auf den Abend. Und ich weiß noch ziemlich genau, im Nachhinein weiß ich das genau, dass ich bei dem zweiten Getränk dachte, es schmeckt aber komisch. Das schmeckte bitter. Und wir haben die Bar verlassen und ab da setzt die Erinnerung fast komplett aus. Was spät in der Nacht passiert, wird von den Überwachungskameras der Kaserne aufgezeichnet. Ein Taxi hält. Und Nora sackt nach dem Öffnen der Tür auf den Boden. Später wird der Taxifahrer vor Gericht aussagen, Nora habe gewirkt wie jemand, der K.O.-Tropfen bekommen habe. Ein Soldat stützt Nora, um sie ins Gebäude zu bringen. Es ist einer der beiden Kameraden, mit denen sie am Abend aus war. Das nächste, was ich dann weiß, ist, dass ich im Badezimmer auf dem Boden lag und keine Hose mehr anhatte. Und die Tür des Badezimmers ging auf und der Täter stand in der Tür, selber auch in Unterwäsche. Dann setzt wieder alles aus und dann liege ich im Bett und bin auch nackt, das weiß ich, und irgendjemand ist über mir. Als Nora am Morgen aufwacht, ist der Kamerad aus dem Lehrgang immer noch bei ihr im Zimmer. Sie ist völlig verwirrt. Er tut so, als sei alles einvernehmlich gelaufen. Nora geht Stunden später zur Polizei. Die schickt sie zur Untersuchung und sichert alle Spuren in der Stube. Was ganz schlimm war, war einfach, ich war völlig, ich war eh schon völlig durcheinander und wusste nicht, was richtig ist und was falsch ist und ob ich das Richtige tue. Dann hat mein Vorgesetzter mich zur Befragung reingeholt, weil er eben auch ermitteln musste und wissen wollte, was passiert ist. Und hat eingeleitet mit den Worten, dass ich schon wisse, was ich meinem Kameraden jetzt damit antue. Und das war für mich, ja, in dem Moment bin ich zum Täter gemacht worden. Und das war ganz schlimm, das ist bis heute ganz schlimm. Er hat mich dann befragt, ob ich nicht irgendwelche Avancen gemacht hätte, ob ich ihn dazu aufgefordert hätte. Ich würde doch sowieso nicht mehr so viel wissen. Da könnte ich mir ja auch nicht sicher sein, ob nicht zwischendrin doch eine Aufforderung stattgefunden hätte. All solche Sachen. Also. Der Oberstleutnant schreibt alles mit. Danach wendet er sich an die polizeilichen Ermittler. Er habe Informationen über Nora. Bereits kurz nach der Anzeige hat der Vorgesetzte bei der Bundeswehr der Polizei mitgeteilt, dass meine Mandantin einen Instagram-Account unterhält, in dem sie in angeblich freizügiger Pose zu sehen sein soll. Tatsächlich war das ein Instagram-Account über ihre Training, in dem sie in Sportkleidung zu sehen war. Das hielt der Vorgesetzte anscheinend für sehr wichtig, dass das der Polizei mitgeteilt wird. Davon ahnt Nora noch nichts. Auf sie wartet die nächste Befragung. Danach bin ich wieder zur Kriminalpolizei gefahren worden. Am selben Tag? Am selben Tag. Und die haben dann auch wiederum eine Befragung durchgeführt. Und die war schlimm. Also die toppte alles.
Also ich war alleine mit den beiden im Büro. Die Hauptbefragung hat eine Beamtin durchgeführt. Ich bin gefragt worden, ob ich zum freizügigen Verhalten neige, ob ich gerne mit Männern flirte, ob das denn häufiger vorgekommen wäre, dass ich auch mit Männern nach Hause gehe, ob ich mir wirklich sicher sei, da nicht doch ganz gezielt darauf hingearbeitet zu haben, dass wir miteinander im Bett landen. Als ich das Büro verlassen habe, habe ich, wenn mein Partner nicht draußen gewartet hätte, wäre ich zur nächsten Brücke und wäre runtergesprungen. Also da war Ende. Die haben mich so getroffen mit all dieser Fragerei und die haben mich so verunsichert und die haben mir so sehr eingetrichtert, dass ich das Leben von diesem Mann jetzt zerstöre und dass ich alles falsch gemacht habe und dass ich selber schuld bin, dass das passiert ist und dass ich einfach ganz, ganz dringend das Gefühl hatte, dass ich da nicht mehr kann. Und wie gesagt, wenn mein Partner nicht draußen gestanden hätte, dann wäre ich entweder von der nächsten Brücke gesprungen oder vors nächste Auto gelaufen, dann ist auch egal, aber ich hätte irgendwas gemacht. Wir hören es immer wieder von Betroffenen, dass sie bei den Befragungen das Gefühl haben, schon vor der ersten Frage als Lügnerin abgestempelt zu werden. Das geht manchmal auch ganz subtil. Ja. Einfach, dass Frauen sagen, ich kam da rein und wusste schon, die werden mir nicht glauben. Es gibt bei allen Delikten im Strafrecht Falschaussagen, Falschanzeigen, falsche Beschuldigungen. Ja. Es ist ärgerlich, dass es immer bei Vergewaltigung gegen Frauen das Erste ist, was ins Feld geführt wird. Die Opferzeuginnen sind häufig das einzige Beweismittel, das es in einem solchen Verfahren gibt. Und dann sollte man sie auch gut behandeln. Anna hätte sich auch gewünscht, gut behandelt zu werden. Bei allem, was nach ihrer Anzeige folgte. Sie war erst 19 Jahre alt, als der sexuelle Übergriff passierte. Wie in den meisten Fällen kannte auch sie einen der Männer schon vor der Tat. Es waren zwei Leute aus gutem Hause beide. Die waren sehr vertreten in der Stadt, wo ich wohne. Ich habe den einen Täter als einen Bekannten einfach gehabt. Ja, es war einfach ein freundschaftliches Verhältnis, wo ich nie irgendwas Schlechtes von gedacht habe. Ich dachte einfach, man macht sich einen netten Abend, quatscht ein bisschen was, freundschaftlich und das war's. Doch dann passiert etwas, das Annas Leben für immer verändern wird. Die Welt der mittlerweile verurteilten Täter. Noch immer kann man sie sich in ihrem eigenen Film auf YouTube und Facebook ansehen. Die haben Frauen als Sexobjekte genutzt. Die wollten Sex haben. In einem Zustand, in dem das Mädchen darüber nicht mehr entscheiden konnte. Die haben das sehr perfide, aus meiner Sicht perfide geplant, was da abgehen sollte. Anna erwartet einen netten Abend. Sie trifft sich mit einem Bekannten, der noch einen Freund mitbringt. Die jungen Männer nehmen sie mit in ihre Wohnung, mixen Cocktails, machen sie betrunken. Annas Erinnerung setzt ihr aus. Die Männer halten den ganzen Abend mit der Kamera fest. Die 19-Jährige wird von einem der Männer in schlechter Verfassung nach Hause gebracht. Ihre Eltern fahren Anna noch in derselben Nacht zur Polizei und erstatten Anzeige. Die Polizisten reagieren schnell. Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung der Männer stellen sie die Laptops und Handys sicher und finden darauf Nacktaufnahmen von Frauen. Darunter der mehrfache Missbrauch von Anna. Ein eindeutiger Beweis. 2015 kommt es vor dem Landgericht Münster zum Prozess. Die beiden Angeklagten erscheinen mit insgesamt 4 Verteidigern an ihrer Seite. Ich hatte gehofft, die geben beide ein Geständnis ab. Und dann wäre das eine kurze Angelegenheit gewesen. Wir hatten so viel Beweismaterial, was man ganz oft in diesen Fällen nicht hat. Aber wir hatten in diesem Fall alles an Beweismaterial. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so ausartet. Die Strategie der Verteidigung. Annas Glaubwürdigkeit soll untergraben werden, um die Unschuld der beiden Angeklagten zu belegen. Die Verteidiger wollen Anna mit den Videos aus der Tatnacht konfrontieren. Ihre Erinnerung auffrischen.
Vielleicht habe sie ja doch freiwillig mitgemacht. Das Gericht stimmt dem Antrag zu. Das Schlimmste an dem Verfahren war, dass ich gezwungen wurde, mir meine eigene Vergewaltigung anzusehen, obwohl ich nichts mehr davon wusste. Und das war das Schlimmste überhaupt. Die Anwälte waren im Raum, die Täter waren mit im Raum. Es waren so viele Leute im Raum und vor denen musste ich mir halt dieses Video anschauen. Und obwohl ich zusammengebrochen bin, selbst dann haben die nicht gesagt, so, jetzt man sieht, es ist zu viel, sondern ich musste es mir bis zum Ende hin anschauen. Das war massiv traumatisierend für sie. Das waren Szenen auf einem Bett. Und meine Mandantin hat sich übergeben, während sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen wurden. Sie hat unzählige Male gesagt, nein, ich will das nicht. Man hat gehört, dass sie geweint hat. Ich kann einfach nur einmal so eine Textstelle vorlesen. Mir ist so schlecht. Mir ist so schlecht, ja, willst du den Schwanz in der Vagina haben? Und so geht das weiter. So geht das weiter. Sie sagt, mir ist so schlecht, bitte helf mir. Ich musste es mir ja wirklich bis zuletzt angucken, obwohl ich zweimal eine Pause brauchte, weil ich einfach wirklich komplett fertig war. Ich war durchgehend nur am Zittern. Und ich weiß nicht, über Stunden hinweg hat es sich so angefühlt. Was haben Sie getan, um das zu verhindern? Ich habe beantragt, dass das abgelehnt wird. Ich habe vorgetragen, dass das für die junge Frau zu einer Traumatisierung führt, die wir vorher in der Form zum Glück nicht hatten. Aber das wurde abgelehnt. Wie ist es zu erklären, dass das Tatopfer sich ihr eigenes Vergewaltigungsvideo hat anschauen müssen im Gerichtssaal vor 20 Leuten? Aus dem Strafurteil ergibt sich, dass die Kammer sich gezwungen sah, aufgrund einer Vielzahl von Beweisanträgen von Seiten der Verteidigung, dies zu tun. Es war wirklich, als würde man durch die Hölle gehen, schlimmer als die Hölle. Es wurden mir Bilder aufgezwungen, die ich selber nie wusste und die ich auch nie jetzt wieder vergessen werde. Danach konnte ich gar nicht mehr aus der Haustür rausgehen. Ich hatte die ganze Zeit diese Bilder vor mir. Ich habe bis heute noch, kann ich bestimmte Dinge nicht tun, weil ich diese Bilder dann immer vor Augen habe. Man hat sie da geopfert. Das würde ich nicht so behaupten. Die Kollegen haben sicherlich nicht eine Zeugin geopfert. Dass dies erhebliche Belastungen gerade auch für diese Zeuge mit sich gebracht hat, da bin ich felsenfest der Überzeugung, dass den Kollegen das durchaus bewusst war. Sie sahen keine andere Möglichkeit. Wir legen einem anderen Richter diesen Fall vor. Klaus Haller schult Staatsanwälte und Richter in Sachen Opferschutz. Er sieht große Wissenslücken bei seinen Kollegen, gerade bei Sexualdelikten. Anna hätte das Video niemals ansehen müssen, sagt er. Gegenüber der Frau ist es unzulässig, mutmaßlich, rechtswidrig, das so zu machen, weil ich als Richter eine drittbezogene Amtspflicht gegenüber potenziellen Tatopfern habe, nämlich dass die in der Hauptverhandlung, die ich führe, keinen weiteren Schaden erleiden. Die Bilder des Missbrauchs aus dem Video. Anna werden sie nie mehr aus dem Kopf gehen. Und wir erfahren, Anna ist kein Einzelfall. Wir treffen eine Richterin, tätig am Landgericht einer Großstadt. Sie möchte anonym bleiben. Ansonsten, so befürchtet sie, würde man sie in künftigen Gerichtsprozessen als befangen ablehnen. Sie beklagt, wie Opfer sexueller Gewalt vor Gericht behandelt werden. Die meisten Strafverteidiger würden sich für so etwas nie hergeben und verhalten sich ganz anständig. Aber man kann, wenn man viel Geld auf den Tisch legt, ein solches Programm heutzutage sich einkaufen. Und einkaufen, damit meine ich, man bezahlt für bestimmte Verteidiger Geld. Und die ziehen bei uns im Gerichtssaal eine Show ab, die ihresgleichen sucht. Dass um jeden Preis versucht wird, ein Opfer fertig zu machen, um dadurch irgendwelche Vorteile zu erzielen.
Und zwar so fertig machen, dass die keinen geraden Satz mehr sagen kann. Und stellen Sie sich mal vor, was das mit einem sowieso schon psychisch angeschlagenen Opferzeugen macht, der nun irgendwas ganz Schreckliches, Intimes schildern soll. Der ist natürlich unfassbar eingeschüchtert ob einer solchen Atmosphäre. Und die große Dramatik an der Sache ist, dass wir Richter keine ausreichenden Vorschriften haben, um dem Einhalt zu gebieten. Wir stehen dem machtlos gegenüber. Das ist ein Thema, das aus meiner Sicht unbedingt in die Öffentlichkeit muss. Und wir brauchen da Abhilfe. Ein weiterer Missstand. Immer wieder kommt es vor, dass Sexualdelikte über Jahre verschleppt werden. Die 25-jährige Lisa möchte unerkannt bleiben. Seit 2013 wartet sie darauf, dass ihr Fall in Köln zur Verhandlung kommt. So lange ist es her, dass sie Anzeige erstattete wegen Vergewaltigung. Im Oktober 2013 ist Lisa mit einem Internetbekannten verabredet. Es ist das erste Treffen. Bisher hatten sie nur gechattet und dabei Gemeinsamkeiten festgestellt. Der Mann lädt Lisa zum Kaffeetrinken in die Wohnung seiner Eltern ein. Was Lisa nicht weiß, er ist polizeilich bekannt, verurteilt wegen versuchten Totschlags zu 5 Jahren Haft. Als Lisa ihn trifft, ist er gerade auf Bewährung frei. Nach Lisas Angaben schließt der Mann die Wohnungstür ab. Dann soll es zur Vergewaltigung gekommen sein. Der ist sehr gefährlich, sehr brutal. Mir ist gerade nur ein Gedanke hochgekommen, den kann ich bis heute nicht verkraften. Dass, nachdem ich das erlebt habe, dann die Frage kam von der Person, die mir das angetan hat. Dass er sich was zu essen bestellen möchte, ob ich auch eine Suppe haben möchte. Das ist mehr als ekelhaft. Das kriege ich nicht aus meinem Kopf raus. Also das sind so Sachen. Lisa flüchtet in die Bahn. Der Bekannte folgt ihr. Dabei wird er von der Überwachungskamera aufgenommen. Lisa alarmiert eine Freundin und diese wählt den Notruf. Was Lisa gemacht hat, ist, sich direkt an die Polizei zu wenden. Das schaffen ganz wenige. Lisa hat das quasi bilderbuchmäßig gemacht. Ja, das heißt, die Ausgangslage war super. Es gab eine super Beweislage. Es ist direkt die Polizei auch verständigt worden, ist direkt gekommen, hat Aussagen aufgenommen. Und es gab auch eine normal schnelle Anklage, die befasst sich detailliert mit der Aussage von Lisa, wie glaubwürdig sie ist, warum sie für glaubwürdig eingeschätzt wird und mit den ganzen anderen Beweismitteln. Und jetzt kommt der Skandal. Es passiert in der Folge nichts. Gar nichts. 3,5 Jahre nach Anklageerhebung hat das Kölner Landgericht diesen Fall immer noch nicht verhandelt. Wir erfahren, der Angeklagte wurde schon einmal wegen Vergewaltigung angezeigt. Da war er im offenen Vollzug. Aus Mangel an Beweisen wurden die Ermittlungen damals eingestellt. Dann kam Lisas Anzeige. Diese führte weder zu einer Untersuchungshaft noch bisher zum Prozess. Warum muss es so lange dauern? Ich möchte die Antwort haben. Warum? Warum warte ich so lange? Warum läuft dieser Mensch frei rum? Warum wird es zugelassen? Der Vorsitzende hat ja die Akten bearbeitet und den Fall vorbereitet. Es fehlt einfach an den Ressourcen, momentan dafür entsprechende Termine anzuberaumen. Ja gut, das sagen Sie jetzt seit über 3 Jahren. Das ist als Botschaft etwas dünn. Ich habe selbstverständlich die Interviewanfrage zum Anlass genommen, das mit dem Präsidenten des Landgerichts zu erörtern. Und ich kann Ihnen zusagen, dass wir, obwohl wir das bereits immer getan haben, auf dieses Verfahren und eine mögliche Entlastung der Kammer hierfür noch einmal ein besonderes Augenmerk legen werden. Wir werden noch sehen, ob sich dieses Versprechen einlöst. Silke lebt auf dem Dorf. Hier hat sie mit ihrem Mann ein Haus gekauft. Sie wollte mit ihrer Familie in dem beschaulichen Ort alt werden. Ein Leben in fester Gemeinschaft. Fast täglich trifft sich die Dorfklicke. Geburtstage werden zusammen gefeiert. Doch seit Februar 2017 ist das vorbei.
Silke hat beschlossen, über die Gründe nicht zu schweigen. Mir ist wirklich wichtig, dass die Wahrheit ans Licht kommt und dass sie wissen, mit wem die das weiterhin zu tun haben. Dass sie eigentlich ein Schwein unter sich haben, ne? Und das ist mir ganz wichtig, das auch, ne? Ist natürlich Aussage gegen Aussage, das weiß ich auch, aber ich werde bis zum Schluss werde ich kämpfen. Im Februar 2017 trifft sich Silke in einer Kneipe mit Freunden. Ihr Mann ist verreist. Ein Bekannter aus dem Ort stößt allein dazu. Sie unterhalten sich, kennen sich von Nachbarschafts- und Familienfeiern. Am Ende eines fröhlichen Abends bietet er Silke an, sie nach Hause zu bringen. Wir können ja dann zusammenlaufen, ist ja gleiche Richtung dann. Ja, okay, sag ich, ne? Gut, ja, kein Problem, ne? Sind wir dann zusammen gelaufen. Ja, und dann hatte ich dann den Haustürschlüssel in der Hand und habe dann die Tür aufgeschlossen, habe aber in dem Moment gar nicht mehr auf ihn geachtet, ne? Ich musste zur Toilette und er ist da hinterhergekommen, ne? Ob ich jetzt die Tür abgeschlossen habe oder nicht. Er hat nicht das Recht, so einzudringen, ne? Ja. Das war so ein. Weiter möchte ich da nicht so gerne drüber sprechen. Ja. Ich weiß immer noch, also die Worte, die er damals sagte, als er dann irgendwann mal rausgegangen ist, die 3 Treppenstufen aus dem Haus, das bleibt unter uns. Das halt immer noch in meinem Ohr, das bleibt unter uns. Einige Tage braucht Silke, bis sie sich einer Freundin anvertraut. Nach der Rückkehr ihres Mannes erzählt sie auch ihm von dem sexuellen Übergriff. Erst dann erstattet sie Anzeige. Man hört auch von vielen, ja, hast du dich denn nicht gewehrt und warum hast du ihn nicht abgewiesen? Das geht einfach gar nicht. Man ist einfach geschockt. Man ist plötzlich in so einem Schockmoment, ne? Und da kann man nicht so Sprüche reinhauen. Ja, und da musst du dich wehren und schreien und kämpfen und treten. Man ist einfach nur geschockt. Vor allen Dingen, weil es ja auch noch ein Freund war. Das, ja, hätte ich nie gedacht, dass mir sowas passiert. Ne? Nie in meinem ganzen Leben. Also, ja. In den Monaten nach der Tat ist Silkes Ehemann Jens die einzige Stütze. Auf dem Land findet Silke keine Beratungsstelle und keinen fachkundigen Therapeuten, um die angezeigte Vergewaltigung zu verarbeiten. Und das Paar mit der einst großen Clique ist plötzlich isoliert. Auch sonst ist nichts mehr, wie es war. Ja, ich kann ihr eigentlich nicht helfen. Ich kann nur da sein, zuhören und Halt geben, verständnisvoll sein. Aber mehr nicht. Ich bin eigentlich gewohnt, Dinge anzupacken und zu lösen. Jetzt ist was da, was ich nicht lösen kann. Und das versetzt einen schon so ein bisschen in eine Ohnmacht rein. Was hat sich denn für Sie verändert? Ja, eigentlich hat sich alles verändert, ne? Also es ist eigentlich nichts mehr so, wie es das Schöne ist, gar nicht. Ist eigentlich alles weg. Am Anfang kam von einigen die Aussage, ja, am besten haltet ihr euch jetzt mal ein halbes Jahr erstmal fern. Ne? Und dann, bis das sich alles beruhigt hat, und dann gucken wir mal weiter. Ja. Ne? Also so, ja, man merkt einfach, das ist ein Thema, das will keiner. Ne? Und so schweigen eigentlich alle eher. Während der Angezeigte noch in seiner alten Clique ist, gehören Silke und Jens im Dorf nicht mehr dazu. In ihrem Zuhause halten sie es nicht mehr aus. Ja, eigentlich wollten wir ja nie ausziehen. Wir hätten bald, in ein paar Jahren hätten wir das Haus ja abbezahlt, hätten eigentlich hier schön wohnen bleiben können. Aber man wird ja auch ständig hier, hier ist direkt das Gästeklo, man wird ja auch ständig auch dran erinnert immer wieder, ne? Dann hast du die Nachbarn direkt gegenüber, da hat der Täter, die Kinder spielen noch weiter zusammen. Ja, ich muss irgendwie einen Abschluss finden auf Dauer, ne? Weil so fühle ich mich nicht mehr wohl. Ne? Jens hat immer wieder gefragt, ne, was kann ich tun, was kann ich machen, dass es dir besser geht. Und ich habe nur mal gesagt, ich will hier raus, ich will hier weg, es geht ja, nicht mehr. Ne? Du musst einfach wieder nach vorne gucken und sehen, dass man halt einfach ja, wieder glücklich sein kann. Ja. Ne? Lernt, glücklich zu sein. Ja. Ja.
Ein Jahr lang haben Silke und Jens auf den Prozess gewartet. Die Staatsanwaltschaft hat angeklagt wegen Vergewaltigung. Heute wird vor dem Amtsgericht Silkes Fall verhandelt. Sie wird aussagen, in Gegenwart des Angeklagten. Nach drei Kreuz sage ich, wenn der Tag zu Ende ist, ey. Du glaub mir. Julia Artmann hat sich spezialisiert auf diese Fälle. Sie vertritt auch Silke vor Gericht. In diesem konkreten Fall ist es schon ein großer Erfolg, dass überhaupt Anklage erhoben wurde. Und dass die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, man kann das hinbekommen. Es kann zu einer Verurteilung führen. Wie sind Ihre Chancen? 50-50. Ja, aber das weiß sie auch. Das weiß sie auch. Durch Silkes späte Anzeige konnten keine Spuren mehr gesichert werden. Deshalb steht in diesem Prozess Aussage gegen Aussage. Und so geht es vor allem um Silkes Glaubwürdigkeit. Was geht Ihnen jetzt durch den Kopf? Ja, alles durcheinander. Man ist total aufgeregt, Angst, ja, wenig geschlafen. Man merkt schon ein bisschen die Stimme am Zittern, ne? Ja, Schlimmste ist, ihn da jetzt zu sehen und alles, ja. Ich hoffe, dass es gut ausgeht, dass ich einen Richter habe oder eine Richterin. Ne? Das hat ja eigentlich auch nichts in der Hand, ne? Geht ja jetzt so mit leeren Händen eigentlich hin, ne? Ja. Kurze Wege zu Anlaufstellen und eine frühe Beweissicherung. Daran fehlt es gerade auf dem Land. Silke fühlte sich nach der Anzeige wegen Vergewaltigung alleingelassen. Im ländlichen Raum ist tatsächlich das Problem, dass es gar nicht flächendeckend genug Beratungsstellen gibt. Wir haben es wirklich mit richtigen Versorgungslücken zu tun, die dadurch entstanden sind, dass das Thema Gewalt gegen Frauen in den letzten Jahrzehnten politisch nicht so wichtig genommen wurde, dass wirklich richtig investiert wurde in diesen Bereich. Eine rechtzeitige Spurensicherung würde viele Probleme lösen. Bisher landen weniger als 10% aller angezeigten Fälle von sexueller Nötigung und Vergewaltigung vor Gericht. Offensichtlich wollte er sie vergewaltigen. Sie sei dann schwer gewürgt worden und bewusstlos gewesen, kann sich an nichts mehr erinnern. Die Gewaltambulanz der Rechtsmedizin in Heidelberg. Hier werden Spuren anders gesichert als im Krankenhaus. Man kann die Finger zum Teil an den typischen Widerlagerstellen abgedrückt erkennen. Die Blutspuren, die hier vorhanden waren, dürften von der Frau selbst gewesen sein. Rechtsmedizinerin Katrin Jenn und ihr Team sind rund um die Uhr erreichbar. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, dass Opfer sexueller Gewalt früh den Weg hierher finden. Es ist enorm wichtig, dass die Menschen sofort zur Untersuchung kommen. Spuren und Verletzungsbefunde sind flüchtig. Insbesondere Spuren, K.O.-Tropfen zum Beispiel, kann man im Blut für die meisten Substanzen nur ungefähr 8 Stunden lang nachweisen. Im Urin geht das etwas länger. Aber das sind enorm kurze Zeiten. Das heißt, man muss die Befunde noch erwischen. Und damit muss die Möglichkeit bestehen, dass jemand, der Gewalt erlitten hat, rund um die Uhr zu so einer Untersuchungsstelle möglichst rasch kommen kann. Wenn Polizei, Krankenhaus und Rechtsmedizin wie in Heidelberg eng zusammenarbeiten, werden die Betroffenen sexueller Gewalt nicht sich selbst überlassen, sondern schnell zu den richtigen Stellen begleitet. Die Polizei bringt immer häufiger junge Mädchen in die Heidelberger Frauenklinik, die K.O.-Tropfen bekommen haben. Von Anfang an ist die Rechtsmedizin bei der ärztlichen Untersuchung dabei. So können alle Spuren mit wenig Aufwand gesichert werden. Ein früher Einsatz, der sich lohnt und dringend deutschlandweit ausgebaut werden müsste. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso man diese paar hundert Euro, die es am Anfang kostet, sich spart, um dann im Nachgang viel aufwendigere Prozesse zu haben. Auch im medizinischen Bereich, wenn man weiß, dass jemandem Gewalt zugestoßen ist, kann man den Fall anders aufarbeiten, weil einfach dem Opfer geglaubt wird, als wenn das nicht vorhanden ist und irgendwo so hinterschwellig dann vielleicht im Raum steht, ja, da war vielleicht mal was, aber vielleicht erfindet sie das alles auch. Das sind ja die Fälle, die dann auch tatsächlich schwierig sind. Der Soldatin Nora wurde bei ihrer Untersuchung nach dem Missbrauch kein Blut abgenommen. K.O.-Tropfen konnten nie nachgewiesen werden. Ohne die Bilder der Überwachungskamera wäre ihre hilflose Lage in der Tatnacht schwer zu beweisen gewesen.
Wochen nach dem Missbrauch folgte für Nora der nächste Schock. Sie erfährt, dass sie schwanger ist. Vom Täter. Da ist meine Welt zusammengebrochen. Ja. Da ist meine Welt wirklich zusammengebrochen. Das hat mir alles unter den Füßen weggezogen. Alles. Da kann man noch so sehr sagen, dass dieses Kind aus einem Übergriff entstanden ist und dass es schwer gewesen wäre, das überhaupt auf die Welt zu bringen und dass es dem Kind gegenüber nur fair war. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe mein eigenes Kind getötet. Und das trage ich für immer mit mir rum. Immer. Im Mai 2017 kommt es zum Prozess am Amtsgericht Dresden. Verhandelt wird der Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person durch einen Offizier. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe von mindestens 2 Jahren. Vor Gericht sagt auch Noras Vorgesetzter bei der Bundeswehr, der Oberstleutnant, aus. Und wieder bringt er etwas gegen Nora vor. Ein Tiefpunkt in der Verhandlung war sicherlich der Moment, wo ihr Vorgesetzter ausgesagt hat, dass er es eigentlich nicht verstehen könne, dass die Anzeige am nächsten Tag erst zu spät erfolgt ist und nicht unmittelbar nach der Tat. Und man konnte deutlich merken, dass dieser Vorgesetzte keinerlei Ahnung davon hat, was bei einem Opfer von sexueller Gewalt passiert. Wegen eindeutiger Beweislage gibt der Täter ein Geständnis ab. Der Richter fällt ein mildes Urteil. 2 Jahre auf Bewährung. Die Bundeswehr entlässt ihn. Das Strafmaß war für mich nicht wirklich von Relevanz. Es ging mir nur um die Verurteilung. Also es ging mir darum, dass mir geglaubt wird. Dass auch geglaubt wird, dass mir Unrecht getan wurde. Darum ging's. Immer wieder bittet Nora ihren Arbeitgeber, die Bundeswehr, um Unterstützung. Bisher erfolglos. Mittlerweile ist Nora Mutter von 2 kleinen Kindern. Ohne Hilfe von außen kann sie keine Therapie machen. Das ist in meinem Kopf immer drin. Und das begleitet mich immer, wie so ein Rucksack irgendwie. Ich trage das immer mit mir rum. Und ich kann überhaupt nicht mehr richtig Dinge genießen, weil immer dieser Schatten über allem liegt. Also ich habe immer, alles hat wie so einen Schatten. Und das hat für mich auch berufliche Konsequenzen. Also ich bin Zeitsoldat. Ich habe danach, wenn ich fertig bin bei der Bundeswehr, habe ich noch keinen Nachfolgejob. Und ich wäre gerne in den öffentlichen Dienst gegangen. Oder zumindest in einen Bereich, wo ich hätte verbeamtet werden können. Und mit einer posttraumatischen Belastungsstörung habe ich im öffentlichen Dienst keine Chance. Mehrmals bitten wir das Verteidigungsministerium und Ursula von der Leyen um ein Interview. Unsere Fragen bleiben unbeantwortet. Man wolle sich zu dem Fall nicht öffentlich äußern. Wir schreiben auch den Vorgesetzten von Nora an, den Oberstleutnant. Was sagt er zu dem Vorwurf, dass er Noras Anzeige in Frage stellte? Antwort? Er könne sich nicht äußern, weil das Ministerium jegliche Auskunft zu diesem Thema ablehne. Nora bleibt hartnäckig. Sie ist nur noch bis 2019 Soldatin und braucht dringend eine berufliche Perspektive. Bisher hat ihr die Bundeswehr kein Angebot gemacht. Dann endlich, im April 2018, bietet ihr das Verteidigungsministerium ein Gespräch auf der Bonner Harthöhe an. Drei Stunden lang dauert die Besprechung. Ja, ich bin jetzt echt ziemlich durcheinander, muss ich sagen. War ein unheimlich langer Termin. Also ich bin auf den Oberstleutnant noch 1-2 Mal eingegangen und habe nochmal betont, dass ich es schlimm finde, dass jemand wie er nach wie vor Vorgesetzter ist. Da ist überhaupt nicht drauf eingegangen worden. Gar nicht. Also die Aussage dazu war, dass wir eben alle auch nur Menschen sind, auch bei der Bundeswehr. Also ich glaube auch nicht, dass dem noch was passieren wird.
was mein Wunsch angeht, eben bei der Bundeswehr intern zu bleiben, da sind sie sehr verhalten gewesen. Sehr, sehr verhalten. Da müssen wir jetzt abwarten, ja. Annas Täter sind zu Haftstrafen von 4 und 5 Jahren verurteilt worden. Dennoch lebt die 23-Jährige immer in Angst vor deren Entlassung aus dem Gefängnis. Einer der Täter zeigt bis heute keine Einsicht. Sobald der eine Täter rauskommt, werde ich mich nicht sicher hier fühlen, weil ich ganz genau weiß, dass er hier wieder hinkommen wird und ich immer im Hinterkopf haben werde, dass er irgendwas vorhat. Anna hat sich einen Hund angeschafft. Sammy soll jetzt auf sie aufpassen. Trotz allem, was ihr passiert ist, die 23-Jährige will anderen Mut machen. Ich möchte, dass einfach andere Frauen sehen, dass es die Möglichkeit gibt, das anzuzeigen. Auch wenn es reiche Leute sind, auch wenn die Einfluss haben, auch wenn man Angst hat. Ich finde einfach, man sollte den Weg gehen. Und ich hoffe einfach, dass sich was bei Gericht verändern wird, dass sie auch nicht mehr alles zulassen von den Tätern her und von den Anwälten her. Und ich hoffe, dass sich da was tut. Ein halbes Jahr ist seit unserem ersten Treffen mit Lisa aus Köln vergangen. Trotz der Zusage des Landgerichts Köln, ihren Fall zu prüfen, wartet Lisa immer noch auf den konkreten Gerichtstermin. Die Anwältin Natalia Schakrun möchte ihr nichts vormachen. Durch die lange Dauer bis zu einem möglichen Prozessbeginn werden Lisas Chancen vor Gericht immer schlechter. Und was dazu kommt für mich als Anwältin, ist halt auch die Tatsache, dass man aussagepsychologisch die Zeit als Gegner hat. Das heißt, je länger es dauert, bis sie dann in der Hauptverhandlung die Tat schildern und ihre Erlebnisse, desto mehr verlieren sie an Glaubwürdigkeit, weil ihr Gedächtnis vergisst. Und damit wird die Verurteilung auch unwahrscheinlicher. Das kann ich nie verstehen, dass da nicht drüber nachgedacht wird, was das für mich bedeutet. Noch gibt es keinen festen Termin für die Gerichtsverhandlung. Und dann ist die Frage, ob ihre Aussage noch so viel wert ist wie vor vielen Jahren, wo sie sich besser erinnern konnte und alle Zeugen sich besser erinnern konnten. Also die Zeit spielt ganz klar gegen sie. Wenn Sie mir die Frage so stellen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass natürlich jemand in dieser Situation den Glauben in das System Justiz verlieren kann. Die Abläufe, wie sie hier in dem Verfahren waren, waren alles andere als optimal. Und das bedauern wir sehr. Meine Forderung wäre, dass alle, die an diesem Verfahren beteiligt sind, insbesondere die Richter, aber auch die Staatsanwaltschaft, verpflichtet sind, Fortbildungen zu besuchen, die ihnen vermitteln, wie sich Menschen fühlen, denen so etwas passiert ist. Dann müsste man gar nicht den Täterschutz reduzieren, wenn man den Opferschutz stärkt, sodass beide gleich auf sind. Das sind sie aktuell nicht. Lisa klammert sich daran, nach dem Gerichtsverfahren irgendwann wieder ein neues Leben anzufangen. Das Landgericht Köln hat ihr den Prozess nun in diesem Herbst in Aussicht gestellt. Ich brauche dieses Gerichtsverfahren, damit ich damit abschließen kann. Die ganze Wut und Enttäuschung und Schmerz, Leid, das sind so viele Gefühle in mir, die mich so lange begleiten und dieser ständige Versuch weiterzuleben, weiterzukommen. Wieder das tun zu können, was ich damals gemacht habe. Eine Zukunft zu haben. Heute wird vor dem Amtsgericht Ahaus Silkes angezeigte Vergewaltigung verhandelt. Sie ist nervös, auch weil sie jetzt auf den Angeklagten treffen wird. Silke weiß, dass er den Übergriff bestreitet. Ihr Mann Jens wird ebenfalls als Zeuge aussagen. Stundenlang befragt das Schöffengericht Zeugen. Silke schildert unter Ausschluss der Öffentlichkeit alle Einzelheiten des Übergriffs bis zur Farbe der Unterhose des Angeklagten. Dann der Schock. Die Staatsanwältin plädiert kurz vor dem Urteil auf Freispruch. Die Staatsanwältin hat dann in ihrem Plädoyer vorgetragen, sie würde die Angaben meiner Mandantin nicht als glaubhaft erachten, weil sie aus Sicht der Staatsanwältin an den falschen Stellen geweint habe. Das zeigt mir,
dass sie sich jedenfalls mit den Reaktionen von Opfern von Straftaten im sexuellen Bereich noch nicht groß auseinandergesetzt haben kann. Also es war so, dass meine Mandantin bei der Schilderung des sogenannten Kerngeschehens nicht geweint hat, das stimmt, das hat sie einfach erzählt. Aber Menschen, die so etwas beschreiben, die überleben nur, indem sie das ganz sachlich erzählen. Ansonsten können sie es nämlich überhaupt nicht erzählen. 8 Stunden nach Prozessbeginn fällt das Urteil des Schöffengerichts. Und, wie ist es gelaufen? Ja, super. Wir haben gewonnen, sozusagen. Ja. Er ist verurteilt worden zu einer Freistrafe von 2 Jahren und 4 Monaten wegen Vergewaltigung. Und ich bin sehr erleichtert und ich freue mich sehr, sehr für meine Mandantin. Ich gehe davon aus, dass Berufung eingelegt wird, aber dieser Tag allein für sie freut mich, egal was später kommt. Ja, es war wie so ein Brocken. Busch, alles ist runter. Ich bin ja, so mit dem Magen. Freude. Ja, also bisschen, ja. Geschafft. Also zwischendurch habe ich wirklich gedacht, das packen wir nicht mehr. Aber ja, es ging um die Wahrheit. Und das war schwer zu beweisen, ne? Und ist überhaupt für Frauen schwer zu beweisen, weil ja, wenn sowas passiert, hat man nicht sofort sein Handy parat oder irgendwelche Leute, die dann zugucken. Weil oft wurde man immer im Freundeskreis, kam immer wieder, wir waren ja nicht dabei, ich war ja nicht dabei. Und dieser Satz, der halte mir die ganze Zeit in den Ohren. Nein, es ist, ja, das ist die Wahrheit gewesen und ja, sowas denkt man sich nicht einfach aus, ne? Ja. Ich bin richtig froh und erleichtert. Ja. Ja. Gucken wir mal. Ja. Silke hat an diesem Tag Recht bekommen. Aber nur etwa jede 20. Anzeige wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung führt in Deutschland zu einer Verurteilung des Täters. Die Straftat wird unterschätzt und die Justiz überschätzt sich. Weil am Ende sitzen die Geschädigten nämlich nicht beim Therapeuten oder der Therapeutin und verarbeiten die Vergewaltigung. Nein, die verarbeiten zusätzlich danach noch ihre ganzen Erfahrungen, die sie seitens der Strafbehörden machen. Ich fordere eine professionalisierte Ausbildung der Strafjustiz, insbesondere was Opferschutz anbelangt und Umgang mit potenziell traumatisierten Menschen. Es ist ein Recht der Betroffenen, nach einer solchen Gewalterfahrung unterstützt zu werden und die bestmögliche Hilfe zu bekommen. Wie weit sind wir davon entfernt? Sehr weit. Anna, Silke und Nora. Sie hatten den Mut, die Täter anzuzeigen. Ihre Geschichten machen deutlich, dass sich noch viel ändern muss, damit mehr das Schweigen brechen können.